Diese Frau muss man erstmal stoppen. Abby Wambach, die wohl beste Stürmerin des US-Teams, ist immer in Torlaune. Ob mit dem Kopf, mit dem Fuß oder mit der Schulter. Irgendwie bringt sie jeden Ball Richtung Netz. Mit Erfolg, wie über 100 Länderspieltore zeigen. Und es dürfte schon bei dieser WM noch mehr Treffer geben. In Deutschland fühlt sich die 31-Jährige in jedem Fall wohl. Wir sind aus dem Flugzeug gestiegen und alles war sofort perfekt organisiert. Dieses Turnier wird eines der besten der Geschichte. Das US-Team ist bereit für den Titelkampf. Und Wambach möchte endlich ihren ersten WM-Titel gewinnen. Die größte Hürde auf dem Weg dahin sieht der Star in den Gastgeberinnen, aber die Deutschen haben viel Druck auf ihren Schultern. Das kenne ich. 2003 haben wir vor unseren eigenen Fans gespielt. Viele werden nur kommen, um sie zu unterstützen. Das ist fantastisch. Wenn wir die Deutschen schlagen wollen, brauchen wir ein bisschen Glück und eine gute Organisation auf dem Platz. Wenn wir auf sie treffen, wird es eng. Dann gibt es nur ein, zwei gute Chancen pro Team. Wer die nutzt, gewinnt. Nadine Angerer, Deutschlands Torhüterin, macht Wambach schon jetzt ein ganz besonderes Kompliment. Abby Wambach ist natürlich so ein kleiner Elefant im 16-Meter-Raum. Ja, also da könnte man auch mit Eishockey-Ausrüstung als Torwart auftreten. Es gibt unterschiedliche Spielweisen von unterschiedlichen Spielerinnen, die unangenehm sind. Wer Wambach auf dem Platz beobachtet, weiß, was Angerer meint. Der Mountainbike- und Campingfan ist oft rustikal, aber trotzdem meistens fair. Und eine Teamspielerin. Es geht nicht um mich bei diesem Turnier, sondern nur um den Sieg. Das Team ist das Wichtigste. Wir können es nur zusammen schaffen. Wir wollen Gold gewinnen. Es wäre Mary Abigail Wambach, so ihr richtiger Name, wirklich zu gönnen. Und bei der Ehrenrunde wäre sie dann sicher wieder kaum zu stoppen.